Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 85, Aktuelle Stunde, Bündnis 90 Die Grünen, 3 Milliarden Euro für hessische Kommunen. Bewältigung der Corona-Pandemie ist eine Gemeinschaftsaufgabe für uns alle. Gemeinsam mit der Aktuellen Stunde Fraktion der CDU über 3 Milliarden Euro für Hessens Kommunen in der Corona-Krise, partnerschaftlich, bundesweit vorbildlich, von historischem Ausmaß, und den Entschließungsantrag der FDP, Punkt 63, Gebrauch von rechtlichen Möglichkeiten im Fall der Zurückhaltung der Landesregierung, Landtag missbilligt Aussagen des Finanzministers zur Klage der Stadt Frankfurt. Hier haben wir vereinbart eine Redezeit, sind zwei Aktuelle Stunden, von 7:30. Es beginnt der Kollege Matthias Wagner, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 Die Grünen. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Corona-Krise stellt uns alle vor große Herausforderungen, die Gesellschaft, die Wirtschaft, aber natürlich auch die öffentlichen Haushalte. Die öffentlichen Haushalte im Bund, im Land, aber auch in den Kommunen. Und genau in dieser Situation, in dieser großen Herausforderung, vor der die Städte, Gemeinden, Landkreise in Hessen stehen, genau in dieser Situation helfen wir mit einem 3 Milliarden Euro Corona-Hilfspaket für die hessischen Kommunen. Wir lassen die Kommunen mit dieser schwierigen Situation nicht allein, weil wir wissen, dass vor Ort in den Städten, Gemeinden, in den Landkreisen wichtige Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger erbracht werden. Und wir wollen eben nicht, dass in den Kommunen durch die wegbrechenden Steuereinnahmen jetzt drastische Verschlechterungen in den Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger ergriffen werden müssen, sondern wir wollen, dass unsere Kommunen gerade in der Krise ihre Leistungsfähigkeit für die Bürgerinnen und Bürger behalten. Und deshalb bringen wir dieses 3 Milliarden Unterstützungspaket auf den Weg. Der erste Baustein ist auch schon umgesetzt. Das war ganz konkret für das Jahr 2020 die Unterstützung bei den weggebrochenen Gewerbesteuereinnahmen. Hier sind Bund und Land gemeinsam in die Verantwortung gegangen, und wir haben 1,2 Milliarden Euro den Kommunen in diesem Jahr zur Verfügung gestellt, damit diese weggebrochenen Einnahmen ausgeglichen werden können. Der Landesanteil 660 Millionen. Aber dabei belassen wir es nicht, weil auch in den Jahren 21, 22, 23 fragen sich die Kommunen, wie geht das für uns weiter? Auf welche Einnahmen können wir uns verlassen? Und genau darauf gibt das Land jetzt, wie ich finde, eine großartige Antwort. Wir sagen, die Kommunen können sich trotz Pandemie, trotz einbrechenden Steuereinnahmen darauf verlassen, dass sie in den Jahren 21, 22, 23 verlässlich Geld vom Land bekommen und jedes Jahr aus dem kommunalen Finanzausgleich mehr Geld bekommen als im vorangegangenen Jahr. Und somit können die Kommunen verlässlich planen. Eine großartige Leistung des Landes für unsere Kommunen. Und wenn wir das nicht täten, meine Damen und Herren, wenn wir die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Steuereinnahmen eins zu eins weitergeben würden an die Kommunen, dann würden beispielsweise im Jahr 2022 den Kommunen 930 Millionen Euro fehlen. 930 Millionen. Und genau das wollen wir nicht, sondern wir wollen Stabilität und Verlässlichkeit für unsere Kommunen. Aber wir belassen es nicht dabei, wegbrechende Einnahmen zu kompensieren. Und damit bin ich bei dem dritten Baustein unseres Paketes, sondern wir unterstützen die Kommunen ganz konkret mit den Anpassungsprozessen, mit den Investitionen, die jetzt zur Reaktion auf diese Krise geleistet werden müssen. Wir investieren noch einmal 160 Millionen mehr in die Krankenhäuser. Damit stehen in den nächsten drei Jahren 1 Milliarde Euro für Investitionen in die Krankenhäuser zur Verfügung. Gerade in der Pandemie sehr gut investiertes Geld, meine Damen und Herren.
100 Millionen € stehen bereit, um bauliche Anpassungen in Kitas und Schulen vorzunehmen. Auch hier unterstützt das Land. Es ist die Aufgabe der Kommunen, diese Leistungen zu erbringen. Aber auch hier lassen wir die Kommunen nicht allein, sondern unterstützen mit 100 Millionen €. Wir geben die Länder die Gelder aus dem Digitalpakt des Bundes nicht einfach weiter, sondern wir erhöhen sogar noch einmal den Kofinanzierungsanteil des Landes, sodass hier 100 Millionen Euro zur Verfügung stehen, um digitale Konzepte an den Schulen umzusetzen. Viele Kommunen haben uns gesagt, lasst uns nicht damit allein, dass uns in der ersten Welle der Pandemie die Kita-Gebühren weggebrochen sind, weil die Kitas schließen mussten. Auch damit lassen wir die Kommunen nicht allein, sondern stellen hier 40 Millionen Euro zur Verfügung, um auch hier den Kommunen zu helfen. Und schließlich 50 Millionen Euro Investitionsmittel für Kita, ÖPNV und Straßen. Und wir sagen auch, wir alle wissen nicht, was noch kommen wird. Deshalb bleiben 130 Millionen Euro in diesem Paket für Unvorhergesehenes, um weiter mit den Kommunen partnerschaftlich Vereinbarungen zu treffen. Insgesamt, meine Damen und Herren, wenn wir die Ausfälle, die Kompensation der Fahrgastausfälle im ÖPNV hinzuziehen, über 3 Milliarden € Hilfspaket für die Kommunen. Und jetzt frage ich einmal die Opposition in diesem Haus. Wir haben verstanden, dass Sie diese Leistungen, die Corona-Hilfspakete anders finanzieren wollen. Das haben wir verstanden. Die Debatte über Sondervermögen oder Nachtragshaushalte, die müssen wir aus meiner Sicht heute nicht erneut führen. Da waren Sie sehr erfolgreich. Selbst bei mir ist es angekommen, dass Sie es anders machen würden. Wir haben einen anderen Vorschlag. Wir finden nach wie vor, der ist besser. Sie glauben, Ihr Vorschlag ist besser. Aber könnten wir wenigstens heute einmal darüber reden, ob Sie die Maßnahmen richtig finden, die wir finanzieren. Können wir wenigstens einmal darüber reden? Und vielleicht könnten Sie dem Hause einmal mitteilen, ob Sie irgendetwas von dem, was wir jetzt an Unterstützungsleistungen für die Kommunen auf den Weg bringen, falsch finden. Finden Sie es falsch, dass wir die Gewerbesteuereinnahmen ausgeglichen haben? Finden Sie es falsch, dass wir den kommunalen Finanzausgleich stabilisieren? Finden Sie es falsch, dass wir 1 Milliarde € in die Krankenhäuser investieren? Finden Sie es falsch, dass wir 100 Millionen € für bauliche Maßnahmen in den Kitas und Schulen zur Verfügung stehen? Finden Sie es falsch, dass wir den Digitalpakt Schule aufgestockt haben? Finden Sie es falsch, dass wir die Kita-Gebühren ausgleichen? Finden Sie es falsch, dass wir Investitionen in ÖPNV, Schule und Straße unterstützen? Finden Sie es falsch, dass wir 130 Millionen € vorsehen, um flexibel auf die Krise zu reagieren? Vielleicht könnten wir wenigstens heute einmal über die Sache reden und darüber, was die Opposition richtig oder falsch findet oder vielleicht sogar, was ihre Alternativen wären. Vielleicht könnten wir einmal vielleicht könnten wir einmal darüber reden. Meine These ist, meine Damen und Herren, dann haben wir keinen Streit in diesem Haus. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat der Abg. Lambrou, Fraktionsvorsitzender der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Wagner, wir sind ja fast eben die Tränen gekommen. Am vergangenen Freitag sind sich die Hessische Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände über die Verteilung der für die Kommunen vorgesehenen Mittel aus dem Sondervermögen Hessens Gute Zukunft sichern einig geworden. Und hieraus sind Hilfen des Landes von insgesamt 2,5 Milliarden € für die hessischen Kommunen zur Bewältigung der Corona-Krise vorgesehen. Durch weitere Vereinbarungen wurde ein Paket mit einem Gesamtvolumen von rund 3 Milliarden € geschnürt.
Laut Finanzministerium soll die Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleiches mit rund 1,4 Milliarden Euro den größten Teil des Paketes ausmachen. Soweit zu meinen Vorbemerkungen. Selbstverständlich ließ man es sich von Seiten der schwarz-grünen Landesregierung nicht nehmen, dieses Vorhaben als beispielgebend in Deutschland zu titulieren. Im Titel dieser Aktuellen Stunde geht die CDU sogar noch einen Schritt weiter und bezeichnet den Kommunalpakt als bundesweit vorbildlich und meint, dieser sei gar von, Zitat, historischem Ausmaß. Letzteres könnte sogar zutreffen, denn auf finanziellen Hilfen von historischem Ausmaß folgen dann nämlich meistens die Schulden von historischem Ausmaß. Verstehen Sie uns bitte hier nicht falsch. Die AfD-Fraktion befürwortet eine umfängliche finanzielle Unterstützung unserer hessischen Kommunen. Dennoch, lieber Herr Wagner, bleibt für uns hier allerdings ein fader Beigeschmack. Die Großzügigkeit dieser finanziellen Unterstützung scheint nicht nur der Barmherzigkeit und den vollen Taschen des Landes geschuldet zu sein. Nein, nach unserem Dafürhalten ist dieser Kommunalpakt sicherlich auch wahltaktisch begründet, denn es stehen ja im März kommenden Jahres Kommunalwahlen im Haus. Und diesen Wahlkampf scheinen unsere schwarz-grünen Koalitionäre bereits eröffnet zu haben. Wir sind nämlich der Meinung, dass man die Hilfe für die Bewältigung der Corona-Krise nicht notwendigerweise aus dem Sondervermögen hätte finanzieren müssen. Der reguläre Haushalt oder aber auch ein Nachtragshaushalt hätte eine umfassende und auskömmliche finanzielle Unterstützung der Kommunen ebenfalls ermöglicht. Aber das wäre nicht in Ihrem Sinne gewesen, da man sich hierdurch eben nicht als der große Gönner der Kommunen hätte präsentieren können. Und weiterhin sehen wir es kritisch, dass an den Ausgaben des Landes nicht zu erkennen ist, dass überhaupt eine Krise vorliegt. In der Corona-Krise und der daraus folgenden Steuerausfälle muss auch von Land und Kommunen gespart werden. Das ist jedoch an kaum einer Stelle zu erkennen. Sinkende Einnahmen können und sollen nicht durch immer mehr Schulden ausgeglichen werden, denn das belastet nicht nur uns, sondern allen voran unsere kommenden Generationen. Und diese werden die Zeche dann irgendwann auch einmal ganz konkret zahlen müssen. Finanzminister Boddenberg sprach kürzlich von der Absicht, bis 2024 wieder zur schwarzen Null zurückkehren zu wollen. Ohne eine vernünftige Ausgabenpolitik unseres Landes jedoch wird dieses Ziel definitiv nicht erreichbar sein. Denn bei dauerhaft rückläufigen Einnahmen, meine Damen und Herren, müssen eben auch die Ausgaben auf den Prüfstand gestellt werden. Wir sehen hier wieder einmal bei der Landesregierung keinen Mut zum Sparen, sondern, wie eben erwähnt, den Auftakt zum Kommunalwahlkampf 2021. Sparen Sie gerade in Krisenzeiten doch im Bereich Genderforschung oder bei fragwürdigen Maßnahmen in Sachen Klimaschutz. In Sachen Einsparpotenzial wäre auch, um einfach nur mal ein paar Beispiele zu nennen, Herr Wagner hat ja eben gefragt, auch an das neue hessische Digitalministerium zu denken, welches in unmittelbarer Nähe der Staatskanzlei residiert und das für sage und schreibe 62.250 Euro im Monat, also rund eine Dreiviertelmillion Euro im Jahr, wie auch der Bund der Steuerzahler kürzlich kritisierte. Natürlich könnte man auch durch die Verkleinerung des Landtages sparen, aber entsprechende Initiativen von FDP und AfD werden in diesem Landtag auf Regierungsseite leider nicht besonders gerne gesehen. Verehrte Kollegen, Geld, das wir einsparen können, ist für unsere Kinder und Kindeskinder ein Gewinn an Gestaltungsfreiheit, die wir ihnen nicht nehmen dürfen. Selbstverständlich müssen wir unsere Kommunen nachhaltig stärken, aber bitte stets mit Augenmaß. Wenn Sie also schon fast gebetsmühlenartig Ihren Slogan »Hessen bleibt besonnen« wiederholen, dann tun Sie uns doch bitte auch den Gefallen und bleiben Sie vor allem ehrlich. Denn eines Sondervermögens hätte es für diese Hilfen für unsere Kommunen hier nicht bedurft. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lambrou.
Wort hat der Abg. Marius Weiß, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin ein bisschen überrascht, dass die CDU-Fraktion sich noch nicht gemeldet hat. Es ist ja schließlich auch eine CDU-Aktuelle Stunde, die hier aufgerufen wurde. Vielleicht gibt es da ja ein paar Unstimmigkeiten. Ich weiß auch nicht, ob das Absicht war, dass jetzt beide Koalitionsfraktionen das gleiche Thema nehmen. Kam mir nicht ganz so vor, aber das kann die CDU-Fraktion ja gleich noch klarstellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als SPD-Fraktion freuen wir uns natürlich als die hessische Kommunalpartei immer, wenn wir über die Situation der Kommunen reden können, so wie auch heute. Wir haben gerade am 1. November einen super Wahlsonntag gehabt mit 37 Bürgermeisterwahlen in Hessen. Wir freuen uns, dass auch hier wieder mit Abstand die meisten Siegerinnen und Sieger ein rotes Parteibuch hatten. Ein grünes hatte im Übrigen keiner von den Bürgermeistern, Herr Kollege Wagner. Und Herr Kollege Wagner, ich bin dann auch direkt mal bei Ihnen, weil Sie die Oppositionsfraktionen hier eben und auch explizit uns angesprochen haben, wie wir denn zu diesen Maßnahmen für die Kommunen stehen. Und ich sage Ihnen, ich finde das schon einigermaßen unfair, was Sie hier machen. Sie waren, ja, ich sage Ihnen auch warum, weil Sie waren in den Sondierungsgesprächen zwischen CDU, Grünen, SPD und FDP, was die über ein eventuelles Sondervermögen angeht, waren Sie mit dabei. Und Sie wissen, dass wir die Situation der Kommunen in diesen Sondierungsgesprächen mit aufgerufen haben. Wir haben sogar vorgeschlagen und mit darum gebeten, dass wir an diesen Gesprächen für dieses Kommunalpaket mit teilhaben dürfen, weil wir eben gerade Interesse daran haben, dass dieses Geld gerade dafür eingestellt wird. Sich dann hier hinzustellen und zu sagen, die SPD soll mal sagen, ob sie das gut findet oder nicht, das finde ich einigermaßen unfair, wenn Sie es doch besser wissen, Herr Wagner, wenn Sie es doch besser wissen. So, das dazu. Und jetzt will ich will aber gern zu den einzelnen Teilen hier ein bisschen was sagen. Ich fange mal mit dem KfA-Aufwuchs an, weil das den größten Teil der Einigung ausgemacht hat. Deswegen hier zuerst dazu. Ich will beginnen mit einem Lob an die Kommunen. Das Hauptziel der Kommunen war die Verstetigung des KfA, weil sie wissen, dass bei der Spitzabrechnung 2022 der KfA einbricht. Da können die Kommunen im Übrigen nichts für. Das liegt an der Systematik des KfA. Und weil der KfA ein Landesgesetz ist, ist auch das Land am Zug gewesen, hier eine Lösung zu finden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Land war im Übrigen auch deshalb in der Pflicht, weil die Haushaltsvorschriften, an die die Kommunen sich halten müssen, ebenfalls das Land macht. Und die besagen, dass die Kommunen nicht das machen dürfen, was das Land nämlich jetzt gerade gemacht hat, einen schuldenfinanzierten Schattenhaushalt einzurichten, aus dem sie einfach alles bezahlen. Das dürfen die Kommunen nicht machen. Die müssen stattdessen Steuern und Gebühren erhöhen oder Leistungen kürzen. Und eine Verpflichtung des Landes zum Handeln ergibt sich im Übrigen auch aus dem Alsfeld-Urteil, liebe Kolleginnen und Kollegen des Staatsgerichtshofs, dass das Land zu einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen verpflichtet hat. Das ist also keine freiwillige Leistung oder sonst was, wie Sie es hier hinstellen, sondern das Land war verpflichtet, an dieser Stelle den Kommunen beizuspringen und zu helfen. Und ich will mal mit dieser mehr aufräumen, die Unterstützungsmaßnahmen für den KfA, die jetzt hier angesprochen wurden, die wären natürlich auch ohne das Sondervermögen möglich gewesen. Der Großteil fällt im übernächsten Jahr an, 2022, 930 Millionen € davon. Davon 311 Millionen € über den Kernhaushalt, der Rest über das Sondervermögen. Es wäre natürlich auch möglich gewesen, mit einer Ausnahme von der Schuldenbremse alles über den Haushalt 2022 zu finanzieren und nicht das Sondervermögen. Eine einfache Mehrheit braucht man dafür. Die haben CDU und GRÜNE auch. Die Notlage ist ja auch schon bis 2023 festgestellt. Wäre kein Problem gewesen. Auch dafür hätte man das Sondervermögen nicht gebraucht. Zu den anderen Punkten der Einigung. Fangen wir mit der starken Heimat an. Die Maßnahmen der starken Heimat, liebe Kolleginnen und Kollegen, waren ja zum Großteil Punkte aus dem schwarz-grünen Koalitionsvertrag.
Sie wollten sie bezahlen mit dem Geld, das Sie den Kommunen mit der Heimatumlage weggenommen haben. Raubzug hat Uwe Becker das genannt. Im Übrigen, hier in diesem Raum, als wir die Anhörung dazu hatten, da vorne hat er gesessen. Raubzug. Und Frankfurt klagt ja auch gegen die Heimatumlage. Ihre Reaktion auf Ihren Parteifreund Becker im Übrigen, Herr Minister Boddenberg, fand ich ziemlich überheblich und respektlos, und sie zeugt von einem nicht akzeptablen Rechtsstaatsverständnis, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt bezahlt Schwarz-Grün seine Wahlversprechen von 2018 aus dem Corona-Sondervermögen im Sinne der starken Heimat. Gewerbesteuerausfälle haben wir hier schon oft drüber gesprochen. Große Leistung von Olaf Scholz haben wir hier schon öfter betont. Ich freue mich immer, dass es einen kommunalfreundlichen Finanzminister gibt, zumindest im Bund, Herr Boddenberg. Er hat ja sogar vorgeschlagen, Olaf Scholz hat ja sogar vorgeschlagen, die Altschulden der Kommunen zu übernehmen, was ich sehr schade fand, dass das Land Hessen das abgelehnt hat. Ja, nee, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass Sie dann die Hälfte davon hätten zahlen müssen und dass bei Ihrer Variante der Hessenkasse fast die Kommunen alles alleine bezahlen müssen. Das ist der Grund, weswegen Sie das nicht gemacht haben. Kommen wir zu den kommunalen Investitionen in die Kitas. Die 50 Millionen € waren im Haushalt dafür. Die werden jetzt aus dem Sondervermögen um 27 Millionen € auf 77 Millionen € aufgestockt. Sehr gut. Dazu habe ich drei Anmerkungen. Erstens. Dafür gibt es keine autonomen Motive der Landesregierung, das zu tun. Am 14.07. hat der Bundestag beschlossen, für den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder 1 Milliarde € bereitzustellen, die Große Koalition im Bund. Davon entfallen auf Hessen 76,9 Millionen €. Wenn, ja, wenn die Länder den gleichen Teil finanzieren. Eine Unterschreitung des Teils führt dazu, dass die Bundesmittel entsprechend gekürzt werden. So einfach ist das. Wenn Sie die 27 Millionen € da jetzt nicht draufgepackt hätten aus dem Sondervermögen, dann hätten Sie vom Bund 27 Millionen € weniger bekommen für die Kita-Investitionen. Das ist der Grund. Und ich kann an dieser Stelle sagen, herzlichen Dank an Franziska Giffey für diese zusätzliche 1 Milliarde € des Bundes, trotz Unzuständigkeit für die hessischen Kommunen. So. Und was die Liquiditätssicherung der Krankenhäuser angeht, auch die ist richtig, ist jetzt aber in einer Pandemie auch nicht so fernliegend. Die Erstattung ÖPNV ist gut, aber ebenso unausweichlich. Und auch beides, die ÖPNV-Mittel und die Liquiditätssicherung der Krankenhäuser, waren im Übrigen beide Bestandteil des Nachtragshaushalts von SPD und FDP, liebe Kolleginnen und Kollegen. Beides stand da drin. Hätten wir kein Sondervermögen zu gebrauchen. Und zum Abschluss, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Zum Abschluss dazu noch einmal als Anmerkung, dass CDU und Grüne das hier so abfeiern. Die Lösung aller Fragen ist im Moment über Schulden geregelt. Das wäre fairerweise bei unserem Nachtrag nicht anders gewesen. Alle Punkte der Einigung mit den Kommunen waren auch Bestandteil unseres Nachtrags oder wären es über die nächsten regulären Haushalte gewesen. Aber auf Schulden machen sollte man nicht stolz sein. Erst recht nicht ein Finanzminister, Herr Boddenberg. Stolz ist deplatziert, selbst wenn der Weg alternativlos ist. Freuen darf man sich aber für die Kommunen, und das tun wir auch. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Weiß. Das Wort hat der Kollege Dr. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe eben noch mit großer Freude die Presseerklärung von Matthias Wagner gelesen, und die ist so verräterisch schon im ersten Satz. Wir geben den hessischen Kommunen, was sie benötigen.
Wissen Sie eigentlich, wie überheblich das ist? Wissen Sie eigentlich, wie überheblich das ist? Wir geben den hessischen Kommunen, was sie benötigen. Also, ich habe das Gefühl, dass irgendwie in den Köpfen der GRÜNEN, aber sicherlich auch zu einem Teil in den Köpfen der Politiker der Union, die Selbstherrlichkeit sich so ins Gehirn reingefressen hat, dass sie es gar nicht mehr merken. Ich finde das so schade für diese Demokratie. Ich finde das so schade für das Verhältnis zum Beispiel zwischen dem Land Hessen auf der einen Seite und den Kommunen auf der anderen Seite. Und ich finde es im Übrigen auch schade für das Verhältnis, was hier ist. Denn Sie tun ja eben wieder so, als wenn das Ihr Geld ist. Erstens mal Piffedeckel. Das ist alles schuldenfinanziert. Zum Zweiten tun Sie so, als wenn nur Sie auf die Idee gekommen sind, dieses zu tun. Piffedeckel. Der Kollege hat darauf hingewiesen, da steht im Nachtragshaushaltsentwurf von FDP und SPD schon alles drin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist doch alles nichts Neues. Wir geben den Kommunen. Das ist das neue Weltbild der Bündnis 90 Grünen in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie weit sind Sie eigentlich von den Menschen weggekommen? Wie weit haben Sie sich von der Basis entfernt? Und das merken Sie ja auch. Sie müssen sich gar nicht verstecken, Herr Wagner. Sie können alleine nur einmal Ihren eigenen Kreisparteitag, der bei Ihnen irgendwie ein bisschen anders heißt, ist mir vollkommen egal, in Frankfurt nehmen. Da sehen Sie doch, dass sogar Ihre eigene Basis es langsam leid ist, wie abgehoben Sie sind als GRÜNE, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir geben den Kommunen. Mann, Mann, Mann. Da fällt mir nur noch etwas ein, wo Herr Kollege mich dann eigentlich für rügen müsste. Meine Damen und Herren, heute Morgen kann mich nichts erregen, deshalb seid vernünftig. Der Kollege Hahn hat gesagt, er würde was sagen. Wenn er sagen würde, müsste ich ihn rügen. Dann habe ich irgendwas gehört aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Also haken wir das alles mal ab, und der Kollege Hahn macht jetzt wieder vernünftig weiter. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bemühe mich, auch die Zwischenrufe, die irgendwas Tierisches sind, nicht weiter zu beachten. Für die Freien Demokraten möchten wir ausdrücklich die kommunale Familie in Hessen loben. Die kommunale Familie hat in den Verhandlungen bereits bewiesen und durch die Unterschrift unter der Vereinbarung aus vergangener Woche auch bestätigt, dass sie sich ihrer eigenen Verantwortung im Rahmen dieser Krise voll und ganz bewusst ist. Vielen herzlichen Dank an die vielen, vielen Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte, meine sehr verehrten Damen und Herren, an die vielen ehrenamtlich Tätigen in den Kommunen, die diese Einsicht hatten und sich dann mit dem Land an einen Tisch gesetzt haben und eine Vereinbarung getroffen haben. Lob an die Kommunen. Und hoffentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird diese Vorleistung der Kommunen auch akzeptiert. Hoffentlich werden die Kommunen nicht im Regen stehen gelassen, wenn es dann vielleicht nochmals zu etwas höheren Kosten kommen muss. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kommunen können nun wirklich nichts dafür. Die können nun wirklich nichts dafür, dass die finanzielle Lage so geworden ist, wie sie ist. Kollege Pürsün hat ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass das ein oder andere, z.B. in der Gesundheitsverwaltung im Lande Hessen, mit Pandemievorbereitung ruhig schon mal hätte gemacht werden können vor dem März, meine sehr verehrten Damen und Herren, diesen Jahres. Es ist ja nicht so, als wenn nicht alle wussten, dass so eine Pandemie kommen kann. Lesen Sie doch einfach nur die Antwort des ehemaligen Bundesgesundheitsministers auf eine große Anfrage im Deutschen Bundestag im März 2013 nach. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist denn hier in Hessen geschehen danach? Nichts ist hier in Hessen geschehen danach. Aber die Kommunen sind da nicht für verantwortlich. Ja, sie können ja stöhnen. Ich weiß nicht, ihre Realität ist irgendwie, ich habe auch das Gefühl, dass die irgendwie an der Macht hängen geblieben ist. Realität weg, Macht da. Grüne Hessen, grün wirkt. Natürlich finden wir die meisten Maßnahmen richtig. Finden Sie es falsch, fragte
der Kollege Matthias Wagner eben, wieso sollen wir das falsch finden, was die Kommunen richtig finden? Wo leben Sie eigentlich, Herr Kollege Wagner? Das war doch nicht Ihre Idee gewesen. Das haben die Kommunen Ihnen doch vorgetragen, was Sie dringend benötigen. Und deshalb ist es in dieser Vereinbarung aufgenommen worden. Mann, 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 Mann. Lassen Sie mich noch zu dem Antrag kommen, den wir eingereicht haben, schon bevor die Schwarzen und die Grünen in diesem Hause diese scheinbare Lob aktuelle Stunden beantragt haben. Und das ist, und ich sage sehr bewusst, lieber Herr Kollege Staatsminister Boddenberg, ich finde, es ist das gute Recht einer jeden Kommune, Gerichte anzurufen. Man kann dazu stehen, ob man das inhaltlich gut oder schlecht findet. Dass Sie es schlecht finden, ist ja klar. Das ist ja systemimmanent. Das hat ja was mit Rollen zu tun. Aber, lieber Herr Kollege Boddenberg, Ihre Erklärung zu der Ankündigung, jetzt kommt noch dazu Ihres Parteifreundes, des Kämmerers und Bürgermeisters von Frankfurt, Ihre Erklärung dazu war leider schlicht daneben. Sie war schlicht daneben. Sie haben dort gesagt, dass es Sie befremdet, dass die Stadt Frankfurt eine Verfassungsklage einreicht. Lieber Michael Boddenberg, es ist egal, ob es Sie befremdet oder nicht. Und ich glaube, Sie haben auch nicht das Recht dazu, als Staatsminister eine solche Erklärung abzugeben. Sie können vielleicht Ihren Parteifreund Uwe Becker anrufen und ihm sagen, hier du, das ist aber ganz schöner Mist, was du da gemacht hast. Aber das unter dem Papier des hessischen Staatsministeriums der Finanzen zu veröffentlichen, dass Sie befremdet sind, ist eine Wertung, die gibt man nicht ab. Und wenn ich dann die Begründungen lese, die erste Begründung war gewesen, es sei schwer nachvollziehbar, diese Aktion, weil Sie hätten ja gerade eine Überweisung über 440 Millionen Euro an die Stadt Frankfurt geleistet. Apple, Birnen, Durcheinander, hat nichts miteinander zu tun. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Haben Sie das Geld denen gegeben, damit die geduldig sind? Oder haben Sie der Stadt Frankfurt am Main das Geld gegeben, damit sie schweigen? Oder was soll diese Bemerkung? Was soll denn diese Bemerkung dann? Sie gehört hier einfach nicht hin. Und der absolute Höhepunkt, und dann bin ich, Herr Präsident, auch fertig, der absolute Höhepunkt ist die Feststellung, das sei doch wirklich kein partnerschaftlicher Umgang, den die Stadt Frankfurt am Main mit dem Land Hessen dort zutage fördert. Ist Partnerschaft in Ihren Augen, wenn die anderen das machen, was Sie wollen? In meinen Augen, in den Augen der Freien Demokraten, ist Partnerschaft etwas anderes, hat etwas mit Augenhöhe zu tun. Und die Stadt Frankfurt hat nun einmal das Recht, und da wird sie von dem Recht Gebrauch machen, und der Staatsgerichtshof wird dann klug entscheiden. Vielen herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank, Kollege Dr. Hahn.